Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Herzlich willkommen zu meinen Gedanken zum Wochenende. Heute dreht sich alles um die Google-Produktrezensionen. Google hat ein Produktänderung durchgeführt. Und zwar werden die Produktrezensionen in den englischsprachigen Seiten jetzt schon anders dargestellt. Man hat viel mehr Möglichkeiten, um mehr Informationen zu den Produkten mitzuliefern und Bilder und Ton und Links zu Content wieder mitzuliefern. Google möchte damit sicherstellen, dass es weniger Fake-Bewertungen gibt und dass es mehr echte Bewertungen gibt, weil wie jeder weiß, kannst du dir heute für ein paar Euro irgendwo bei einem deutschen, europäischen oder ausländischen Anbieter Bewertungen für jedes Produkt, egal auf welcher Plattform, kaufen. Und das verfälscht natürlich das Gefühl dessen, kann ich mich darauf noch verlassen oder nicht? Ist das sozusagen ein Qualitätskriterium? Und damit sichert natürlich Google auch die Wichtigkeit seiner Suche. Das heißt, wenn ich in der Suche ein Produkt finde und das auch angezeigt wird und da 5 Sterne stehen, dann möchte ich auch die Gewissheit haben, dass es einer gewissen Qualität entspricht. Das macht es natürlich wesentlich aufwendiger, das Ganze wieder zu faken. Also ich gehe da fest von aus, dass einige hier faken werden, aber sowas du heute noch sehr leicht findest, 250, 500 oder 1000 Bewertungen, wo man immer wieder sieht, dass es irgendwelche Fülltexte sind, ich glaube, das wird weniger werden. Was mich noch interessieren würde, ist, ob Google auch, und darüber wurde auf einigen Konferenzen vor Jahren schon mal diskutiert, auch nochmal eine unterschiedliche Gewichtung einführen will. Prozentual so und so viel Schlechte dabei waren, was steht denn da drin, was habe ich mir angeschaut. Das macht sehr, sehr aufwendig. Von daher begrüße ich das total, dass das weitergehen wird, und ich bin ganz gespannt, wann es auch in Deutschland eingeführt wird. Wir sollten uns darauf vorbereiten und weiterhin an einem Service arbeiten, denn ich glaube, Service ist das, was wir in vielen, vielen Online-Shops heute, und zwar egal ob B2B oder B2C, noch sehr, sehr stark verbessern könnten. So viel zu meinen Gedanken zum Wochenende. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.